Herausforderung. So, jetzt ist es wichtig. Also gehen wir mal nach feindliche Patrouille. Menschenjäger. Marmuns. Palästin hier. Da ihr nun ein eigenes Land besitzt, könnt ihr einen Kämmerer ernennen. Als euer Gehilfe wird ein Kämmerer an eurem Hofe untergebracht und mit 15 Dinar pro Woche belohnt. Ein Kämmerer wird euren Besitz verwalten und die Steuereinnahmen in die Hand nehmen. Außerdem kann er für euch Gold in andere Königreiche entsenden, was neue Möglichkeiten in der Diplomatie bieten wird. Wir machen es jetzt diesmal nicht, wir machen es auf eigene Faust, weil wir haben ein Ding und das können wir gut selber aufpassen drauf. Und es schränkt halt uns auch ein, vor allem beim Wachstum vom Dorf. Gebt euren Anspruch auf Dame Valika auf. Oder was beabsichtet ihr euch wegen einer Dame zu duellieren? Seid euch bewusst, dass unser Lenzherr derartige hitzköpfige Herausforderungen nicht besonders schätzt und wer doch jeden Mann gegen den ausländischen Gegner braucht. Habt ihr Angst, gegen mich zu kämpfen? Ihr nennt mich einen Feigling, Wolan, ihr lasst mir keine Wahl. Oh Gott. Ja, der war schon immer, also der war schon minus 3. Wo ist der? Ah, da. Du, 0 Schaden hinzu. Ah, nein, nein. Oh mein Gott. Jetzt dachte ich schon, ich verliere. Kai sei jetzt ein bisschen besser als vorher. Okay, Boya, Walischen liegt mehrere Minuten lang wie betäubt im Staub der Arena und rappelt sich dann hoch. Ihr habt das Duell gewonnen. Sehr wohl, ihr habt gewonnen. Lasst alle anwesenden Zeugen eures Sieges über mich sein und dass ich meine Werbung um Dame Walker aufgeben werde. Seid ihr nun zufrieden, ihr herzloser Schuft? Klar, aber ich bin nicht herzlos. Ich bin eben herztreu, da muss ich dich auch ein bisschen böse machen. Okay, wenn es weggeruckelt hat, können wir weiter. Also, gehen wir kurz nach Tismir und stellen die Steuern ein. Wenn wir dann mal ein bisschen Geld haben, dann können wir hier auch etwas bauen in Tismir. So, verwaltet dieses Dorf. Eine Schule kostet 9000. Eine Mühle 6000. Den Wohlstand des Dorfes um 5. Müssen wir bessere Baumeisterfähigkeiten haben. Geld zum Dorfzentrum. Wo ist der Dorfälteste? Da oben. Aufgaben. Okay, Getreide können wir holen. Die haben wir gemacht. Vorräte. Töpfe waren. Ja, die kaufen wir. Damit das Dorf auch ein bisschen Geld bekommt. Kann ich jetzt die Dinge nicht anpassen. Eine Botenbank. Nein, brauchen wir eigentlich nicht ein Herrenhaus.
Mühle, Wachturm, einen Wachturm. Wie kann ich die Steuern anpassen? Ich dachte, das kann man. Okay. Berichte. Lager. Bibliomacity. Die macht man an. Keine Anpassungen. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Deaktiviert. Das machen wir deaktivieren. Hier machen wir auch aus. Und Pferdegeschwindigkeit lassen wir auch so. Eine Aktion. Nehmt sie. Okay. Jetzt werden sie wahrscheinlich wieder ein paar entschwinden. Nicht mal. Dieses Mädchen Schmira. Okay. Schmira sollte schon ein bisschen aufpassen. Sie ist sehr wichtig für unseren Job. Wenn sie weiterhin so Stress macht, muss ich halt ein paar Sachen anpassen. Der hat keine Chance, da greife ich nicht an, sonst verlieren wir viele Truppen. Kommt mal zu uns. Schön. Haha. Ich gehe wieder weg. Oh Gott. Oh Gott. Komm, Schätzchen. Der König macht Pulver, sag ich. Ja. Wieder mal typisch. Versucht eine Dame zu besuchen. So. Schauen wir mal. Okay, Englisch. Schön, Dragobase. Du hast gewonnen gegen Boya Valishin und ja, bist siegreich aus der Schlacht gekommen. Also aus dem Kampf. Er will nicht mehr, also sie will nicht mehr mit ihm etwas zu tun haben. Ja, irgendwas. Mögt ihr Gedichte? Passt so. Die Sage von Helgeret und Kara, eine schreckliche Geschichte, aber sie erzählt von sehr großer Liebe, wie sonst hätte sie ihre eigene Familie mit Krieg. Krieg überziehen können. Die Zeit vergeht schnell und wir können hier nicht allzu lange verwalten. Meine Fürstin, denkt ihr, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben? Herr, wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich von einer Reihe Edelmänner wie euch Anträge erhalten. Noch aber bin ich noch nicht so weit, einer von ihnen in Betracht zu ziehen. Es grämt mich, dies zu hören, meine Fürstin, aber sein muss sein. Wer ist der Schurke? Nennt mir seinen Namen. Noch ein Schurke. Boya Truli. Ich werde es nochmals versuchen. Boya Truli. Boya Truli. Hier. Bogiruma.
Okay, der nächste. Bis ich alleine bin. Bis ich der Einzige bin. Also, Truli, du bist der Nächste. Ja, dann flieh doch, du scheiß Nordpogenschütz. Oh mein Gott. Ja, jetzt muss ich noch in den Militärfeldzug. Naldera. Jetzt können wir noch ein paar Truppen befördern. Erleiden. Du bist der Nahkämpfer. Und hier kannst du Einhand trainieren. So. Und der Manit, der ist Handel, Charisma. So, Waffenmeister. Hast du jetzt Handel? Chmira hat immer noch Handel. Aber du musst Handel haben, Manit. Also gehen wir mal nach Hiruma. Truly, haha. Gebt euer Anspruch auf. Ihr habt keine Chance. Haha, zwei Schläge und er ist down. Okay. So, ihr habt gewonnen. Lasst alle Anwesenden zeugen eures Sieges. Ah, das ist schon wieder das Gleiche. Okay. So, jetzt muss ich noch wissen, wo dieser andere ist. Der Major, Marschall. Kurau. Okay, dann gehen wir über Eivadin nach Kurau. So, Freps hat sich endlich mal beruhigt. Das tut doch gut. Dame besuchen. Ich kann immer rein. Bei der anderen ging es nicht so schnell. Da muss ich ein paar Mal draußen bleiben. Wirkt hier eine Geschichte. Okay. Also ich muss Charakterstärke haben. Das heißt wahrscheinlich einfach eher gut zu ihr sein ab jetzt. Und hier können wir die Sachen verkaufen. Es gibt wieder fette Geld. So, und jetzt gehen wir nach Hiruma. Ab. Ja, nicht nach Hiruma, nach Kurau. Noch kurz speichern, das ist wichtig.